Vor ein paar Tagen habe ich ein Interview mit John Lennon gesehen. John Lennon wurde gefragt, was denn die Kampagne War is over if you want to gekostet habe. John Lennon hat geantwortet, ich habe keine Ahnung, aber es ist sicher billiger gewesen als ein Menschenleben. Das war 1969. Heute schreiben wir das Jahr 2015 und immer noch scheint es Menschen zu geben, die diese einfache Wahrheit des menschlichen Zusammenlebens noch nicht verstanden haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Lust mehr, auf diesem Niveau weiter zu diskutieren. Ich habe Freunde befragt, von denen ich weiß, dass sie sich für Asylwerbende einsetzen, was sie als Herausforderungen sehen und vor allem, welche Lösungsansätze sie erkennen. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, dass die Herausforderung für die Kirchdorfer Zivilbevölkerung ist, wenn es ein Containerdorf in Kirchdorf gibt, wo 50 Leute einziehen, dass man schaut, dass das nicht so ein Ort Ghetto wird oder dass das nicht separiert wird vom normalen Kirchdorfer Leben, sondern dass man schaut und aktiv Aktionen setzt, um die Leute auch mit einzubinden. Zum einen ist, glaube ich, schon auch wichtig, die Leute mit Dingen zu versorgen, die sie brauchen. Wobei ich auch wichtig finde, dass es da wahrscheinlich auch individuelle Bedürfnisse gibt und die auszufinden, da braucht es einfach einen persönlichen Kontakt. Wobei ich überhaupt finde, dass Begegnung und Interaktion mit den Menschen, die herkommen, wichtig sein wird, also in dem sehe ich einen ganz wichtigen Punkt. Und dass man vielleicht auch Aktionen und Projekte macht gemeinsam, um eben diese Verbindung zwischen der schon vorhandenen Bevölkerung und der neuen Bevölkerung, dass man das zusammentragt. Was auf vielen Ebenen, glaube ich, stattfinden kann und dass sie sich gegenseitig bereichern können und kennenlernen können. Von dem, was ich aus Wartberg, von dem Flüchtlingshaus kenne, ist das, dass er noch ziemlich viel Fahrt ist, weil sie einfach viel Zeit haben und weil sie nicht wirklich wissen, was da sollen. Und in einem Gespräch letztens habe ich auch mitgekriegt, irgendwie, dass dann irgendwie gemeint haben, dass eigentlich kaum Besuch kriegen dort, dass kaum wer vorbeischaut, außer von denjenigen, die was sowieso irgendwie beschäftigt sind damit mit dem Haus, organisatorisch oder sonstiges. Und ich glaube, dass es einfach gut war, dass man auch die eigene Hemmschwelle so ein bisschen übersteigt, dass man einfach mal hinfährt, einfach mal ein bisschen Zeit verbringt, weil dann kommt da eine gewisse Gewohnheit auch dazu, ohne dass man nachher eben diese Überwindung hat, dass man da jetzt einmal hinfährt und zu Leuten geht, die was aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen, was uns meistens nicht so bekannt ist da. Das heißt, einerseits für das, dass sie auch vom integrativen Gedanken her da eingebunden werden mehr, das ist sicher eine große Herausforderung. Also nicht nur für Feste und Veranstaltungen, sondern einfach so im Alltag, wo man einfach einmal einen Besuch machen kann für eine Stunde am Abend oder so. Was gleichzeitig aber auch dann die Akzeptanz bei uns wahrscheinlich viel leichter fällt, weil man einfach mitkriegt, dass das halt Leute sind wie du und ich, ohne dass das jetzt irgendwie großartig kompliziert sein muss. Ja, wir müssen lernen, mit Sprachcomputern umzugehen. Das habe ich letzte Woche erlebt, das ist genial, mit einem Smartphone. Arabisch, Deutsch, sie Sachen auszumachen, auch komplexere Dinge mit Menschen, mit denen man überhaupt keine Sprache teilt. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt gerade einen Gast drüben, der uns hilft, was umzubauen. Und mit dem kann ich kein Wort eigentlich so wirklich wechseln. Und wir dann mittlerweile Sachen bauen gemeinsam mit. Das ist, finde ich, sehr spannend, wo wir auch was lernen können. Und die Herausforderung ist die, dass man nicht nur einer negativen Welle die mediale Umwelt überlässt, weil es ist unglaublich. Also ich wohne mit einem Menschen zusammen, der liest die Kronenzeitung und da stehen Sachen drinnen, die nur auf EU-Asyl, also das ist so heftig. Und dem irgendwie, diese Herausforderung für mich, dass man dem gegenwirkt, weil das einfach nicht stimmt, das muss man herausprobieren. Und man muss mit Enttäuschungen umgehen können, weil nicht jeder Flüchtling ist arm und freut sich darüber, dass ich ihm ein altes T-Shirt gebe, sondern da sind Professoren dabei, der will ganz was anderes.
Das finde ich eine große Herausforderung, dass das Bild der Flüchtlinge nicht das ist, der mit einem zerbombten Haus und mit einem blutigen T-Shirt herumrennt, sondern das sind extrem gut ausgebildete Leute teilweise und die einfach ein ganz anderes Bild haben. Und das ist für mich das erste wirkliche globale menschliche Auswuchs jetzt, wo sich die globale Gesellschaft trifft und man drauf kommt, man ist eigentlich gar nicht vorbereitet. Man kann zwar chinesische und syrische Artikel kaufen bei uns im Geschäft, aber die Menschen dazu wollen wir nicht. Und die treffen wir jetzt und das ist eine große Herausforderung, genau. Und meine Antwort ist Begegnung. Eine große Herausforderung, der wir begegnen müssen, ist, dass wir dem entgegenwirken, was unsere Politik mit uns macht. Und da meine ich ganz konkret die Politik der FPÖ, aber auch anderer Parteien, die politischen Nutzen daraus zieht, Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Ängsten entgegnen lernen und diese Ängste bekämpfen. Und wie kann man das machen? Gute Frage. Ich glaube, dass es nur durch persönliche positive Erfahrungen möglich ist, Ängste abzubauen und Vorurteilen zu begegnen und Vorurteile zu bekämpfen. Und dann auch Vorurteile wieder über den Haufen zu werfen. Und Studien bezeugen ja, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, glücklichere und zufriedenere Menschen sind. Und ich glaube, dass in der Asylfrage es eine gute Möglichkeit ist, sein Leben zu bereichern, indem man sich ehrenamtlich engagiert. Und das geht mit vielen verschiedenen Beispielen. Dass man sich Zeit nimmt, um ein Gespräch zu führen. Man kann Deutschunterricht geben, man kann seine übrig gebliebenen Kleider oder Geschirr dorthin bringen. Und auf der Straße sich zu grüßen und vielleicht zu fragen, wie geht es dir, mein Mitmensch? Und ja, auf diese Art und Weise, glaube ich, können wir alle gewinnen in unserer Gesellschaft. Also man sollte sich Plakate aufhängen, dass man sie am Ort treffen kann, die Leute was helfen wollen, die Flüchtlinge, und dann sollen sie sich gemeinsam beraten, jetzt nicht zum Beispiel, dass einer sagt, das können wir machen und die anderen sind nicht damit einverstanden. Und man soll dann auch wirklich helfen, weil man sieht, dass sie in einer argen Situation gerade sind und da brauchen die unsere Hilfe. Auch ich glaube, dass es sehr viele Herausforderungen für uns und für uns als Zivilbevölkerung geben wird. Als die größte Herausforderung sehe ich, dass die Menschen, die nun einziehen, irgendwann Asyl bekommen werden und dass neue Menschen einziehen werden. Und nach diesen Menschen werden vielleicht wieder neue Menschen einziehen. Ich glaube, dass wir einen langen Atem brauchen und dass wir aber etwas unternehmen müssen. Und darum kann ich auch nicht mit John Lennon wieder schließen, denn ein Imagine wird uns nicht reichen. Wir können es uns nicht ausmalen, wie es denn wäre, wenn. Wir müssen etwas tun, wir müssen handeln und wir müssen den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, diese Hilfe auch gewähren. Aber vielleicht gelingt das ja mit A Little Help from Our Friends.